jetzt ein Haaland. Das wär's, ne? Einfach Ewigkeiten, seit Monaten liegt die Box da und hier ist ein Haaland drin, pass auf. Dominik, ich wünsche dir viel Erfolg. Und dann schauen wir mal, was wir in der Magitex Chrome Box bekommen. Oder was du bekommst, besser gesagt. Mit dieser Box habe ich das Hobby angefangen und aber noch kein Auto gezogen. Also gönn mir jetzt. Wäre geil. Wäre geil, wenn ich dir jetzt ein Autogramm ziehe hier aus der Matchtex. Komm, ist möglich. In jeder fünften Box. Aber auch schon einfach auch ein geiles Produkt, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Christoph Baumgartner. Niklas Süle. Dominik Joboschlei. Und ein Joachim Nilsson zu 150. Hab überwiesen. Check ich gleich. Leon Empor. Und was ist mit dem Geld, das ich bezahle, dann bei der Bestellung? Oder kann ich dir alles über Instagram schreiben und dass du mir das mal in Ruhe erklärst? Ich kann es dir auch noch mal in Ruhe erklären. Kein Thema. Borna Sosa. Martin Hinteregger. Max Kruse und ein Tyler Adams. Aber ein dicker One of One hatte ich gezogen aus der allerersten Box. Das ist natürlich stark, eine One of One in der allerersten Box zu ziehen. Giekewitz, Julian Green, Sestic und Angelino. Kommt sogar eine Orange. Was war Orange? 25? 25, glaube ich. Ne? Xaver Schlager, Okugawa und Roadrunner von Lacroix. 23 von 25. Jonas Hofmann, Soares, Römmel und X-Vector Raphael Boré. Oliver Baumann, Lucas Hernandez, Niklas Stark und Danilo Soares als Refractor. Mwumpa. Lacroix, André Silva und es sind die Bayern mit Joshua Kimmich. Purple 299. Ich liebe diese Karten. Also für den Preis ist die Qualität halt Bombe. Definitiv. Kann mir jemand sagen, ob es eine Liverpool Teambox geben wird? Habe ich irgendwie, gab es, also ich glaube, wird es geben, ja, aber wann ist die geben wird, keine Ahnung. Florian Neuhaus, Finn Bogason, Tabsoba und das ist ein Waldemar Anton in Grün zu 99. Eine gute Starterbox, ja, so ist es. Und wird es hundertprozentig auch nächstes Jahr wieder geben. Waldi, Jude Bellingham, Fonzi, Deshaun Redan und Benji Pavard. Wann kommen Man City Boxen endlich? Die kriege ich Donnerstag, Freitag müssten sie hier sein. Also für den Sonntagstream können wir die Team Sets Man City auspacken. Jan Sommer, Günther, Duda und Florian Neuhaus Refractor. Dann schaffe ich es ja doch, um 21.30 Uhr von Jenkins die La Liga Box noch auszupacken. Mukiele, Christiansen und Julian Green, weil ich habe gedacht, dass ich um 21.30 Uhr nicht mehr online sein werde.
Also wer noch eine Bock hat auf eine Box, Sapphire, UCL, Hobby, Light, kann gerne reingehen. Anderson, und es ist ein Andrej Kramaric. 299. Bei den Man City Boxen ist kein Autogramm garantiert. Jede dritte Box ein Autogramm. Jonas Hofmann in Blau. Zu 150. Nur noch 10 Tage bis zur beliebten Bundesliga-Quorum. Wenn sie nicht nochmal verschoben wird. Auf den Tisch klopfen. 10 Tage wäre sogar geil, weil da wäre ich noch da. Ich hoffe nicht, dass sie im Urlaub rauskommt. André Silva und Christopher Trimmel Refractor. Wann bezahlt man eigentlich bei Tops Versandkosten im Shop? Damian, wo ich gerade deine Nachricht lese. Ist das ab 50 versandkostenfrei oder ist es immer versandkostenfrei? Ist geil, aber leider die höchste Nummerierung. Erling Haaland Club 100. Wie lange bist du im Urlaub? Ich bin vom Anfang August eine Woche oder 8 Tage. Worauf ich hinaus möchte, Damian, falls du dir jetzt die Karten bestellst und Versandkosten zahlen musst, dann warte doch lieber ab in den nächsten paar Tagen. Obwohl, nee, macht ja gar keinen Sinn. Project kommt jede Woche. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Samaseku, Raphael, Caligiuri und es ist ein Nordi Mukiele. Dann gute Erholung. Ja, ist ja noch hin. Bis dahin sehen wir uns ja noch einige Male live. Mit Freunden geht es auf eine Insel. Können die Project-Karten sold out sein oder nicht? Nee, die können nicht sold out. Du hast jetzt eine Woche Zeit. Fokus, du sagst es. Und die letzte Karte ist leider kein Autogramm. Anthony Lozia vom VfL Bochum zu 99. Und das war sie. Deine Box, Dominik.